you stand on my feet. Take a look at yourself in the mirror and cry. What about you doing here? I have spent all my years in believing you, but I just can't get over relief. Lord, somebody, can anybody find me? Das Einflussspektrum, das Freddie in seinen Stücken verarbeitet hat, ist unendlich groß. Es geht eigentlich vom 16. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und zu den vielen Einflussebenen gehört natürlich auch der Gospel. Ja, und das ist zunächst einmal ein Stück, das wirklich frappierend wie ein Gospel klingt. Also das Entscheidende ist ja das Element Vorsänger und Chor, also das Call-and-Response-Prinzip. Und deswegen ist ein Gospel unverkennbar. Jetzt ist es aber ein Gospel, der einen irisch inspirierten 6/8-Takt hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Das ist irisch. Ja? Also da haben wir wieder eine Grenzüberschreitung, die im Gospel so nie vorkommen würde. Und dieser 6/8-Takt ist gleichzeitig einer, der auch polyrhythmisch sein kann. Alle diese Dinge macht er. Ja? Auch das ist wieder etwas, was er von Igor Strawinsky im 20. Jahrhundert gelernt hat. Every day of my life, I worked like my bones. At the end of the day, I take home my heart on me. All of my own is tired out. My knees and eyes spread away till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, please. Es gibt sehr einfache Elemente, was typisch Gospel ist, nämlich volksliedhafte Melodien, die jeder mitsingen kann. Ja? Aber sie sind zum Teil auf ganz raffinierte Weise zusammenmontiert. Ein Volkslied hat in der Regel gleichmäßige Zweierpotenzen. Ja? Zwei Takte, vier Takte, acht Takte. Was macht er hier? Dann macht er aus dem Zweier plötzlich ein Dreitaktelement und dann ein Fünftaktelement und schneidet sie aneinander. Das Raffinierte dabei ist, man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt intellektuell überfordert ist, denn man kann es immer noch mitsingen. Aber man hat einen Verunsicherungsfaktor durch diese Taktwechsel, die da sind und durch die Asymmetrien, die da sind. Also das Spiel mit der Hörerwartungssymmetrie und auch die Erfüllung der Hörerwartungssymmetrie und gleichzeitig das Überschreiten dieser Hörerwartung, ja, hin zu Asymmetrien. Und das ist sehr, sehr raffiniert gemacht. Diese Verunsicherung ist eine produktive Verunsicherung und die gerät eben auch in dieses Stück hinein. Find me somebody to love. 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 Also diese große Steigerungsphase in diesem Stück hat mit Gospel nichts zu tun. Auch da hören wir wieder die Schnitttechnik. Dass da also Elemente des Gospels, die vorher alle da sind, herausgebrochen werden und plötzlich wiederholt werden, als einzelne Teile wiederholt werden, auf die Weise ein unglaublicher Sog entsteht, richtig, ja. Also eine Erwartungshaltung wird gesteigert und das mündet dann eben wirklich in den großen Chorklang, ja. Es ist auch dieses eine Montagetechnik, die im 20. Jahrhundert von Kurt Weill und Igor Strawinsky vorgemacht worden ist. In Sacre du Printemps und ähnlichen Stücken gibt es auch solche Steigerungsphasen, die genau da sind. Ganz wichtig ist, dass Freddie solche Stücke wie Le Sacre du Printemps ganz sicher gehört hat, er muss ihn nicht analysiert haben, um zu verstehen, wie es gemeint ist. Ja. Es wird dann Teil der eigenen musikalischen Sprache. Die
große Vielfalt von Freddie Mercury ist nicht nur eine musikalische große Vielfalt, sondern er kannte sich in der Theatergeschichte aus und er war bildender Künstler. Was für mich das Faszinierendste ist, die Fähigkeit der Grenzüberschreitung. Immer wieder Grenzen zu überschreiten und eben nicht bestimmte Moden einfach nachzumachen, sondern zu sehen, was ist bei den Moden etwas, was produktiv ist. Was kann ich aus bestimmten Modeerscheinungen so mit anderen konfrontieren, dass daraus wirklich eine unglaublich attraktive Kunst wird. Es ist eine ganz große Ausnahmeerscheinung. Ja? Und deswegen prallen eben auch so viele Gegensätze in verschiedenen Stücken aufeinander. Bicycle, I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. In diesem Stück ist es ja so, wir haben da einen durchgehenden Dam, bam, 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 bidim, da, dam, 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 dam. Jetzt mit dem gleichen werden wir Dam, bam, 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 wird es erhaben, groß, schreitend. Und daraus wird dann eben das, was Queen-artig ist, der riesige Klangraum und das Erhabene sozusagen. Was natürlich in diesem Falle richtig ironisch ist. Ja? Ein Bicycle-Song mit Erhabenheit dürfte eigentlich nicht sein. Ja? So forget all your duties, oh yeah. Am Schluss des Songs ist es so, dass eine riesige Steigerung gemacht wird und es wird immer langsamer. Und man denkt jetzt so, das ist eine normale Inszenierung einer Steigerung in der Oper des 19. Jahrhunderts. Also ein sogenanntes Ritardando, verlangsamt und das Orchester wird immer größer und immer lauter, alle 100 fiedeln und dann kommt eigentlich ein Schlag im dreifachen Fortissimo. Und was kommt hier? Dann kommen die Fahrradklingeln. Eine wahnwitzig ironische Brechung. Das ist so schön. To ride.